So, mal wieder zu einem... Was habt ihr, Leute? Ach so, ich weiß schon, was fehlt. So ist es doch viel besser. Mein Gamescom-T-Shirt mit Buttonboards. Damals noch richtig aktuell. Wie findet ihr meine neuen Haare? Nicht schlecht, oder? Ja, warum kommt denn heute ein Let's Talk? Fuck, wo sind meine Haare? Meine Haare? Haare. Haare. Haare? Egal. Wir machen heute einfach mal weiter. Wir wollen einen kleinen Let's Talk heute machen. Ich habe mir gedacht, jo, irgendwann muss auch wieder was kommen, weil die Gameplay Let's Play Sachen sind nicht mal die Videos, die überhaupt die Klicks bringen, sondern wir müssen einfach mal wieder in die Real Talk Sachen gehen. Und ich habe mir gedacht, jo, jetzt trifft es sich jetzt gut. Warum trifft es sich denn gut, jetzt einen Real Talk zu machen? Ein Real Talk jetzt zu machen bringt was, weil es ist ein Haufen passiert. Trumpy wird bald nicht mehr Präsident sein, wenn es weiter so geht. Der wird keine Leute mehr hinter sich haben. Bundeswahl steht vor der Tür. Hamburg wurde auseinandergenommen. Mein Twitch-Account geht langsam in die Höhe. Läuft sogar besser als mein YouTube-Account, muss man wirklich sagen. Teilweise wirklich so schon. Und eine ganz wichtige Sache könnt ihr euch jetzt schon in den Kalender reinschreiben. Und zwar ist es der 2. bis 5. Oktober. Denn da kommt eine ganze Woche Livestreams auf einer höheren Qualität, etwas ganz Besonderes auf einem wunderschönen Kanal. Es werden mehr Byte rübergeladen als von meinem kleinen, ich habe 16k, meine Eltern haben dann 50k. Ich kann sogar YouTube streamen, ich höre so teil. Und vielleicht sind wir ja auch nicht alleine, vielleicht haben wir einen besten Kumpel dabei, der bei uns schon COD mitgezockt hat und wir dann einfach mal mitzocken. Der bekommt dann noch ein Mikrofon von mir. Wird man ans Mischpult angeschlossen, man kann so miteinander reden, man kann dann über zwei Bildschirme kommunizieren, man kann dann, vielleicht habe ich eine Capture Cam, kann dann die Kamera aufnehmen, weil vielleicht wisst ihr auch weiter, wie kann ich die, ich habe eine Canon SX610HS, wie kann man die vielleicht am PC anschließen, ohne eine Capture Cam zu benutzen und sie als Webcam benutzen. Ich habe über USB komme ich nur an die Daten ran. Und HDMI passiert irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwas umstellen muss, habe ich bisher noch nichts gefunden. Ja, und dann sollte sich ja allgemein, wir haben jetzt die Hälfte des Jahres geschafft, wir müssen jetzt einmal durchgehen, was habe ich denn vom Jahresvideo, was ich da oben, da oder da, ich weiß nicht, wo das I kommt, ich mache das nicht oft, was habe ich da eigentlich geschafft, man müsste eigentlich mal so ein Fazit ziehen, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, was ich weiß. Thumbnails habe ich zu 50% geschafft, weil ich habe, mach keine eigenen. Das sind einfach nur Bilder und Name und Zahl drauf, fertig. Besser als irgendein Bild zu machen. Was habe ich noch nicht geschafft? Ich habe meine eigenen T-Shirts nicht geschafft, bin ich aber dabei. Eine Überlegung, ich hatte nämlich jetzt in letzter Zeit kein Zeichen richtig gehabt oder so ein Zeichen, ja. Der liebe Herr Weid, Swiggy Gaming, hat mir das Zeichen, ja, also beziehungsweise er hat mein Kanalbild erstellt und hat mir jetzt auch noch die Erde rausgeschnitten. Die möchte ich gerne drauf haben, so als Logo, so die gelbe Erde. Nicht die grüne, ich bin die gelbe Erde. Jetzt nicht rassistisch werden, okay? Ganz ruhig. So, dann habe ich jetzt außerdem Urlaub, beziehungsweise werde in dem Moment jetzt Urlaub haben. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video rausbringe. Und ich werde mal vielleicht, werde ich euch mitnehmen. Ich habe einiges vor, ich möchte einiges machen. Ich habe vieles, vieles noch mit YouTube vor. Aber eins muss ich sagen, YouTube macht nicht mehr den Spaß, wie es am Anfang gemacht hat. Oh mein Gott, Nancy, hörst du das auf? Nein. Wie meine ich denn das Ganze jetzt? YouTube macht keinen Spaß mehr. Der Spaß lag immer dabei, Videos machen für Laune, für Freude. Und für Leute, die das überhaupt gucken wollen, sagen, okay, ich ziehe mir diesen Mist hier rein, weil der Kunde hat sich Mühe gegeben in irgendeiner Seite. Jetzt ist es größtenteils nur noch Werbung für andere Leute, die drunter schreiben, ja, hier, nice Video, kannst du meine Musik benutzen? Irgendwelche englischen Leute, die sowieso meine Videos nicht kapieren. Ich muss sagen, manche nehme ich an, weil die gute Musik haben, andere sind aber Fake-Accounts, die nehme ich nicht an. Und was mir wirklich auf YouTube Spaß macht, sind diese Real-Life-Sachen. Muss ich wirklich sagen, die Real-Life-Sachen, nicht weil sie Klicks bringen oder sowas,
Sondern ich finde das, wie gesagt, wie in irgendeinem Video gesagt, ich finde das geil, wenn man immer von der Position auf die Position wechselt, dann über das Thema reden, über das hin und her und alles möglich machen. Hier ist so extrem viel los, man kann so viel draus machen und das finde ich richtig geil. Das Problem, ich habe die Zeit nicht. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, deswegen mache ich dieses kleine Video. Und ich möchte euch auch noch erzählen, was ich so ein bisschen jetzt auf YouTube vorhabe. Das soll jetzt nochmal so ein kleinen Einblick jetzt werden. Ich werde versuchen, mehr Real-Life-Videos zu machen. Das bedeutet Real Talk, euch meine Zeit zeigen, was ich mache an dem heutigen Tag. Immer wenn ich so ein bisschen Zeit habe, ein bisschen machen. Dann habe ich mir ein neues Lego-Projekt rausgesucht, beziehungsweise ein Lego-Projekt, was ich machen möchte. Dazu komme ich aber auch noch gleich, was ich dazu aber noch gerne brauche. Und zwar ist es einfach ein Headset-Mikrofon. Es gibt verschiedene Funkmikrofone und ich möchte gerne ein Funkmikrofon haben, weil ich das geil finde, so ein Funkmikrofon hier so zu haben, einen Sender hier zu haben. Das finde ich richtig, richtig geil. Nachteil, ich kann nicht an die Kamera anschließen. Ich gehe damit gleich am Mischpult, Mischpultaufnahme und fertig ist die ganze Sache. Es gibt Lamellenmikrofone, es gibt Headset-Mikrofone und es gibt Gesangsmikrofone. Und ich möchte gerne so ein Headset-Mikrofon haben, weil ich das geiler finde von hier. Weil wenn das hier ist und das rauscht so ein bisschen die ganze Zeit, so ein bisschen hin und her, man hat eine billige Qualität, das ist ziemlich nervig. Ich habe mir über dieses Headset, was ich mir holen möchte, schon durchgelesen, man hört dieses Atmen auch. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil jeder Mensch atmet. Warum sollte man das nicht hören können? So, und sonst neue Projekte, die ich gerne auf YouTube bringen möchte, sind dann später vor 1.17 und Yu-Gi-Oh! Und sonst ist mein Kanal ziemlich langweilig und ich brauche einfach eure Hilfe, um zu wissen, was kann ich an meinem ganzen Kanal ändern. Sagt ihr, jo, mach mal jetzt eine Bundeswahl, sag mal deine Meinung. Vielleicht wollt ihr, dass ich über Politik rede. Vielleicht wollt ihr, dass ich über die neuesten Sachen, die gerade so in der Welt rede. Vielleicht wollt ihr, dass ich wieder über die Kohle rede. Vielleicht wollt ihr einfach, dass ich über Gaming rede. Vielleicht wollt ihr auch einfach, dass ich meine Schnauze halte. Dann schreibt ihr mir das auch unten rein. Dann halte ich auch meine Schnauze, aber macht trotzdem weiter Let's Plays. Und nun die kurze Zusammenfassung dieses Videos. Viel Information. Und Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Und ja Leute, ich weiß, mein Bart ist ganz schön. Aber ich muss sagen, da jetzt eine Kumpeline weg ist, für die ich mich eigentlich nur rasiert habe, habe ich mir gedacht, jo, jetzt lässt es mal wachsen, das Ding ist 2 Wochen alt. Es ist doch schon krank, wie 2 Wochen aus war, vor allem hier oben so. Da hole ich mir bestimmt so einen elektrischen, der mich dann so versucht aufzufressen. Nein, Rasierer! Nein, bloß! So besiegt man einen Rasierer. Gut Leute, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt langsam. In nächster Zeit kommt noch mal ein Real-Life-Video. Da gehe ich nämlich nach Görlitz zu einem Kumpel und werde da Videos schneiden für Cayman. Wer es nicht auch kennt, hier oben Cayman verlinkt. Lieben gerne Cayman, eine Band mit meinem Kumpel. Finde ich richtig nice, was die machen. Und ich möchte die sehr gerne unterstützen. Die Musik ist richtig, richtig nice. Vielleicht kommt hier sogar noch ein Trailer hin von dem Video, was wir machen. Jedenfalls wird das 100% richtig, richtig geil. Zwar nicht hier auf diesem Kanal, sondern es kommt woanders. Aber ich werde euch Bescheid sagen, wenn es fertig ist. Eine Produktion mit Kumpel und Nancy. So sieht's aus. Ciao. Und abonniert mich. Bitch!